In diesem Video-Tutorial lernen Sie, was Sie für Einstellungs- und Veröffentlichungsoptionen für Ihre 360-Grad-Rundgänge haben. Sie befinden sich nun im dritten und letzten Schritt des Tour-Konfigurators. Links sehen Sie ein Vorschaubild Ihres Rundgangs sowie die Option Teilen und Einbetten. Darauf kommen wir aber später zu sprechen. Rechts daneben ist das Menü, in welchem Sie die Einstellungen für Ihren Rundgang vornehmen können. Starten Sie mit dem Punkt Titel und Status. Klicken Sie dies an, um unter Titel den Namen Ihres Rundgangs einzugeben. Wir empfehlen Ihnen, einen ansprechenden und informativen Namen für den Rundgang zu wählen, zum Beispiel lichtdurchflutetes Einfamilienhaus in direkter Rheinnähe. Mit dem Schiebeschalter können Sie den Rundgang aktiv schalten. Um eine Tour anzusehen, müssen Sie den Rundgang zunächst aktivieren. Sie können Ihre Rundgänge jederzeit auf inaktiv stellen, beispielsweise wenn Sie die Immobilie erfolgreich vermarktet haben. Im nächsten Einstellungspunkt haben Sie die Möglichkeit, diesen Rundgang einem Ihrer Teammitglieder zu übertragen. Der zugewiesene Mitarbeiter ist dann der ausgeschriebene Ansprechpartner in der Tour, hat Zugriff auf den Rundgang und kann ihn mit seinem Netzwerk teilen. Klicken Sie dafür auf Ihren Namen und wählen Sie den Makler aus Ihrem Team aus, welcher für diese Immobilie zuständig ist. Per Standardeinstellung ist der Ersteller des Rundgangs immer zuerst der zugewiesene Mitarbeiter. Als Admin behalten Sie jedoch jederzeit Zugriffsrechte auf den Rundgang, auch wenn Sie nicht der Ansprechpartner der Tour sind. Im Punkt Freigabe und Tourstart können Sie die Zugriffsrechte Ihres Rundgangs einstellen. Sie haben die Wahl zwischen drei Optionen: öffentlich, E-Mail-Freigabe oder der manuellen Freigabe. Bei jeder Option gibt es einen Info-Button und wenn Sie darauf klicken, wird Ihnen die Freigabeoption kurz erläutert. Wählen Sie öffentlich, sind alle Räume für jeden Interessenten öffentlich sichtbar. Das heißt, jeder kann Ihren Rundgang betreten, ohne sich dafür anmelden zu müssen. Bitte beachten Sie, dass wir keine Besucherstatistiken erfassen können, wenn Sie den Rundgang auf öffentlich zugänglich stellen. Wählen Sie die E-Mail-Freigabe, sind nur einzelne von Ihnen bestimmte Standpunkte öffentlich zugänglich. Möchte ein Interessent einen gesperrten Bereich des Rundgangs betreten, muss er oder sie sich registrieren. Sobald dies geschehen ist, bekommt der Interessent automatisch einen Freischaltungslink und kann durch diesen Link den Rundgang besichtigen. Die dritte Option ist die manuelle Freigabe. Diese ähnelt der E-Mail-Freigabe mit dem Unterschied, dass der vorher eingestellte, zugewiesene Mitarbeiter eine E-Mail mit den abgefragten Kontaktdaten des Interessenten bekommt und den Zugang manuell bestätigen muss. Wir empfehlen Ihnen die manuelle Freigabe, da Sie so die komplette Kontrolle über die Daten der Interessenten behalten und gleichzeitig die Privatsphäre der Bewohner schützen. Wenn Sie sich entweder für die E-Mail-Freigabe oder die manuelle Freigabe entscheiden, klicken Sie in dem jeweiligen Fenster oben rechts auf den kleinen Stift, um öffentliche Standpunkte und den Tourstart zu wählen. Hier sehen Sie alle Bilder Ihrer Tour sortiert nach Etagen. Je Bild sehen Sie, ob der Standpunkt öffentlich oder privat ist. Klicken Sie auf das Schloss, um einen Standpunkt öffentlich zu machen. Überlegen Sie sich anfangs, wo Ihre Tour starten soll und legen Sie den Tourstart fest. Dieser Standpunkt sollte öffentlich sein, damit die Interessenten ihre Tour später öffnen können. Nun entscheiden Sie, welche Standpunkte geschützt werden sollen und welche öffentlich zugänglich bleiben sollen. Sie können auch eine ganze Etage schützen oder zugänglich machen, indem Sie auf das Schloss neben der Etage klicken. Im Menüpunkt Objekt können Sie, falls vorhanden, den URL-Link zu Ihrem Exposé hinzufügen sowie die Adresse der Immobilie. Beide Angaben finden Sie später in der Tour wieder. Unter Design können Sie Ihr gewünschtes Hotspot-Design auswählen. Hier haben Sie die Möglichkeit zwischen einer Rundgangsansicht ohne Ihr Logo und mit Pfeilen oder einer Rundgangsansicht mit Ihrem Logo und mit Vorschaubildern zu wählen. Wir empfehlen Ihnen die Option mit Ihrem Logo und den Vorschaubildern, da Sie durch die Darstellung Ihres Logos Ihre Markenbekanntheit stärken. Unter Einstellungen haben Sie nun die Möglichkeit, das Vermessungstool einzuschalten. Ist dies eingeschaltet, ist der Besucher des Rundgangs in der Lage, innerhalb des Objektes eigenständig Vermessungen vorzunehmen. Auch können Sie hier die Höhe des Nodalpunktes eingeben. Sollten Sie Ihren Rundgang mit dem von uns zur Verfügung gestellten Einbeinstativ und der Ricoh Theta V gemacht haben, ist die Höhe des Nodalpunktes voreingestellt. Des Weiteren finden Sie hier Einstellungen Ihres Rundgangs, wie beispielsweise die Darstellung Ihres Logos, im Vollbildmodus, die Autorotation und die Wahl Ihrer Hintergrundmusik. Jetzt haben Sie alle nötigen Einstellungen vorgenommen. Links finden Sie die Vorschau Ihres Rundgangs. Wenn Sie auf das Bild klicken, öffnet sich Ihr Rundgang in einem neuen Fenster. Wir empfehlen Ihnen, die Rundgänge immer einmal durchzugehen, bevor Sie die mit den Interessenten teilen oder auch auf Ihrer Webseite einbinden. Unter der Vorschau Ihres Rundgangs finden Sie die Möglichkeiten, Ihren Rundgang zu teilen oder auf Ihrer Webseite einzubetten. Klicken Sie auf Teilen
bekommen Sie die Möglichkeiten, Interessenten zum Rundgang hinzuzufügen, den Rundgang auf Social Media zu posten, via WhatsApp oder per E-Mail zu verschicken oder den Link in den Zwischenspeicher zu kopieren. Klicken Sie auf Einbetten, haben Sie die Wahl, den Rundgang entweder in eine bereits bestehende Seite einzubetten oder ihn als Vollbild einzubetten. Kopieren Sie dazu den jeweiligen Einbettungscode und fügen Sie diesen in das Backend Ihrer Webseite ein, wie beispielsweise bei WordPress. Im nächsten Video erfahren Sie, wo sich die hier getätigten Einstellungen im Tour Viewer wiederfinden und wie sich ein Interessent durch Ihren Rundgang navigieren kann.